Wir haben heute 34 Grad und morgen sind tatsächlich sogar bis zu 36 angesagt. Holy shit, was ist das für ein Sommer? Also ich habe ja mit vielen gerechnet, aber nicht, dass es so knacke heiß wird. Und ich muss auch sagen, es ist hier in der Bude so brechend heiß. Ich bin jetzt heute schon den ganzen Tag in der Stadt gewesen, weil wir haben ja halt das schöne Einkaufszentrum bei uns und da ist echt klimatisiert und es ist einfach so angenehm, da rumzulaufen, ein bisschen zu gucken. Ich habe sogar was mitgebracht und ich habe nicht ganz viel Spielzeug in der letzten Zeit gekauft, aber ein paar Sachen habe ich trotzdem zum Zeigen. Fangen wir noch mit den Spielen an, die ich zuletzt geholt habe. Ich habe mir noch für die Switch das Mario Kart 8 gekauft. War ja klar, habe ich ja gesagt, dass ich mir das holen werde. Habe ich bei Müller für 44 Euro neu gekauft jetzt auch. Es war so ein Spontankauf. Ich war in der Stadt vor 2 Wochen, glaube ich, habe ich mir schon geholt. 44 Euro finde ich ist jetzt okay. Kostet normalerweise neu um die 60. Bei Müller war es, wie gesagt, 44. Für gebraucht habe ich es für 30 bis 35 gesehen. Mit Versand plus minus komme ich noch auf 40. Circa. Habe ich gesagt, komm, nehme ich mit. Dann habe ich mir noch im Sale The Bridge habe ich mir geholt. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon, als ich die ganzen digitalen Spiele da erwähnt habe von der Switch. Ziemlich cooles Spiel, ziemlich geiler Artstyle. Ist so ein Puzzler, wo man eigentlich, ich glaube, tatsächlich nur die Figur bewegt, indem man die Spielwelt so komplett dreht. Ich blende hier mal so ein bisschen Gameplay dazu ein. Sehr cool. Bisschen knackig teilweise, wo ich schon, ich glaube, in der ersten richtigen Welt nach diesem Tutorial-Ding habe ich schon gleich gehangen und dachte so, hey, irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich das machen, weil das sind dann halt natürlich auch irgendwelche Kugeln, die dann sich mitdrehen und wo man halt sofort tot ist und da muss man das Timing dann teilweise ein bisschen abpassen und so. Ziemlich cool gemacht. Die Musik ist leider sehr nervig. Nach, ich glaube, 5 Minuten hat es mich schon echt genervt, weil das ist einfach ein Loop bis jetzt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes, aber ich habe es jetzt erstmal ausgemacht. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr gutes Spiel eigentlich und ich habe, glaube ich, 1,60 Euro dafür bezahlt. Also von daher, kann man sich geben. Dann haben wir noch ein paar Sachen gekauft, die jetzt nicht unbedingt Gaming-related sind, aber eigentlich trotzdem ganz witzig. Und zum einen, ich habe mir das Ding irgendwie spontan auch gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich war bei Müller auch und habe dann eben das Mario Kart mitgenommen. Und habe ich so eine Nerf-Gun da gesehen. Dachte, irgendwie so ein Teil wollte ich immer schon mal haben, einfach nur meine Freundin irgendwie damit zu ärgern. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und jetzt war ich ja heute in der Stadt. Da war ich bei Toys R Us, weil da gibt es ja auch manchmal irgendwie, ich habe gesehen, tatsächlich Videospiele. Gab aber irgendwie gar nichts dort an coolen Sachen, also so eine Pyramide und halt totaler Crap nur drin. Aber es gab das Teil hier. Ist irgendwie von Star Wars und ist halt auch von Nerf und das war von 40 Euro auf 15 beziehungsweise erst auf 19 runtergesetzt irgendwie. Es lag aber aus dem Stapel, wo halt alles mit 15 ausgezeichnet war. Da habe ich gesagt, na krass, ey, hier, ne, 15 stand drauf und hier ist auch kaputt und blass, weiß ich nicht alles. Finde ich ganz cool. Ich pack's mal gerade aus, schnell. Gott, ich wollte Schere. Da sehen wir noch so ein Zielfernrohr bei und noch sowas hier hinten, so ein Schulterding. Das lasse ich erstmal. Okay, da sind Batterien drin. Vor allem soll das, glaube ich, irgendwie leuchten. Also irgendwie sollen die, glaube ich, leuchten oder so? Oder? Keine Ahnung. Oh, wie geil! Okay, ich glaube, damit werde ich Spaß haben. So, was ich noch gekauft habe, ist zum einen das hier. Ich habe mir mal bei QVERT, wird das geschrieben, also eigentlich nur das Ding auf der Tastatur immer so durch oder so. Eigentlich wollte ich das hier nur haben für meine Freundin, weil ich fand das so witzig irgendwie, weil sie mag halt Deadpool, sie steht da immer, also ihr wird immer so nachgesagt, dass sie auch Einhörner steht und jeder verarscht sie damit. Da habe ich gesagt, komm, das muss ich auf jeden Fall nehmen. Und ja, habe ich noch ein T-Shirt mit reingenommen, weil eben mit Versand und allem drum und dran lohnt es ja sonst nicht, glaube ich, einen so Pullover dazu bestellen. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch einen Deal da in Anspruch genommen und zwar gibt es dort gerade 8 T-Shirts mit Random Designs. Das ist halt, werde ich mal gucken, was ich da im Endeffekt rauskriege. Aber das Ganze kostet nur 35 Euro inklusive Versand und da muss ich sagen, das ist eigentlich ein echt guter Deal, weil 5 Euro sozusagen pro T-Shirt, beziehungsweise eigentlich sogar weniger, also du bezahlst 5 Euro pro T-Shirt, wenn du aber 8 Items nimmst, wird das günstigste wird dann sozusagen ist gratis und ja, in dem Fall 35 Euro.
Ich bin mal gespannt, was wie gesagt für Designs dabei sind. Ich hoffe auch, weil ich habe natürlich jetzt für Männer sozusagen ausgewählt. Also man kann halt den Schnitt wählen, man kann halt sagen, ob es ein Hoodie ist oder wie auch immer. Und ich habe natürlich jetzt Männer-T-Shirts genommen. Ich hoffe natürlich dann auch, dass da nicht irgendwie so komische Sparkle-Einhorn-Dinger mit Sailor Moon oder wie auch immer dabei ist, sondern vielleicht vernünftige Sachen. Aber jo, mehr oder weniger wird wahrscheinlich schon das dabei sein, was man da tragen kann. Und ansonsten, ja, Pech gehabt. So, kommen wir mal noch zu was Gaming-spezifischem. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mir wahrscheinlich keine digitalen Sachen erstmal kaufen werde. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe nämlich gesehen, beziehungsweise habe ich davon schon mal früher gehört, das hat mich aber da nicht so ganz interessiert, weil es halt auch preislich ein bisschen teurer ist. Wovon ich rede, sind solche Sachen wie Limited Games oder Strictly Limited, irgendwelche anderen Seiten noch, die ich euch kurz hier mal zeige. Und eben, wie man schon sieht, es sind halt digitale Spiele, die es, sage ich mal, jetzt im PSN, im Xbox Live Store und auf dem PC, bei Steam und sowas gibt es, also Indie-Titel in der Regel. Und die ganzen Sachen dann halt in physischer Form, die teilweise sehr, sehr schön gemacht sind. Also mit Collector's Edition von Thimbleweed Park gab es zum Beispiel einen Teil. Das habe ich gerade so verpasst, das hat mich echt geärgert, weil das hätte ich sehr gerne gehabt. Ich mal gucken, ob ich das vielleicht nochmal in Anführungszeichen relativ günstig auf eBay oder eBay Kleinanzeigen finden kann. Liegt, glaube ich, da jetzt bei 60 Euro. Und ja, die Spiele sind halt schon ein bisschen teurer, muss ich auch dazu sagen. Also man sieht so um die 40 kann man dafür schon hinlegen. Strictly Limited ist ein bisschen günstiger, ist tatsächlich auch ein deutsches, also eine deutsche Firma. Und die werden auch bald, oder ja, ich habe zumindest mal angeschrieben, habe gefragt, ey, wie schaut's aus? Gibt es in Zukunft irgendwann auch mal Switch-Titel von euch? Weil sie machen ja nur PS4 und PS Vita. Und dann sagt, ja, sie sind dran, sie gucken mal. Ich schätze mal wahrscheinlich dann aber erst nächstes Jahr, weil ich habe auch gehört, dass die Cartridges, die für die Switch produziert werden müssen, dass es relativ lange dauert. Das heißt, wenn man bei den ganzen Seiten jetzt zum Beispiel ein Spiel bestellt oder sagt, hier, ich will eins, dann sind die Dinger erst im September wahrscheinlich fertig und lieferbereit. Das Besondere daran ist einfach, deswegen heißen die auch immer Limited oder Strictly Limited oder wie auch immer, es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl und wenn das Ding weg ist, was meistens nach ein paar Stunden ist, glaube ich, dann ist das Ding durch. Das wird nicht mehr nachproduziert, das gibt es dann nicht mehr, dann ja, ist es einfach limitiert. Und das ist auf der einen Seite ganz cool, weil man hat natürlich dann was Besonderes. Es ist natürlich ärgerlich, wenn es irgendwie, sage ich mal, geldtechnisch nicht passt, weil 40 Euro ist dann mit Versand, glaube ich, tatsächlich schon. Aber ist jetzt auch was, was man immer noch so ein bisschen einkalkulieren muss. Und ich habe mir jetzt zwei, drei Titel rausgesucht, die ich mir eigentlich holen wollte. Zum einen Gungeon, Enter the Gungeon heißt es, glaube ich. Sieht super cool aus vom Artstyle her. Ist halt auch so pixelmäßig und so ein Roguelike Dungeon Crawler. Möchte ich unbedingt haben, hätte ich fast nämlich digital gekauft. Da habe ich gesagt, ah, warte mal, vielleicht finde ich das hier irgendwie noch bei solchen Seiten. Und ich habe es tatsächlich gefunden, ist aber längst noch coming soon. Es wird aber jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen offiziell angekündigt, wann es kommt, weil sie haben jetzt auf Twitter heute was geschrieben, dass jetzt die 10.000 erreicht haben und haben so ein Bild gepostet von Gungeon. Von eigentlich, dass es relativ zügig kommt. Golf Story. Habe ich mir schon geholt vor einigen Wochen. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein super, super geiles Spiel. Ich habe gestern noch gespielt. Da haben sie sich tatsächlich so ein Rap-Battle über Golf halt geliefert. So zwischen irgendwelchen alten Knackern und den jungen, coolen Hippen da auf so einem Schickimicki-Golfplatz. Ist super witzig gemacht. Also das ist echt ein ziemlich, ziemlich geiles Rollenspiel. Auch wenn man mit Golf nicht unbedingt was am Hut hat. Oh, es ist so warm. Das andere, was ich gerne hätte, wäre Steriden, heißt es, glaube ich. Ist derzeit für PS4 verfügbar, beziehungsweise kommt jetzt am Sonntag. War es am Sonntag? Kommt es am Sonntag? Vielleicht war es auch schon, ich weiß. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich davon von der anderen Seite auch eine Switch-Version geben, weil ich bin echt, also gerade so diese Pixel-Spiele möchte ich gerne eigentlich auf der Switch haben, weil das im Handheld-Modus immer sehr, sehr schön ist. Auf dem Fernseher wahrscheinlich auch, aber für mich ist das, ich weiß auch nicht, ich habe dann direkt mit dem Zug dazu mit Nintendo und Switch und Handheld und wie auch immer. Ich werde aber mal gucken, dass ich mir vielleicht in der nächsten Zeit ein bisschen mehr von solchen Sachen was holen werde. Ist natürlich dann im Umkehrschluss natürlich mit den Gebrauchtsachen, dann, dass ich davon ein bisschen weniger kaufe. Ich habe auch in letzter Zeit einfach gar nicht geguckt, nichts gekauft. Alleine, weil ich jetzt auch viel Kohle für die Switch ausgegeben habe. Nächsten Monat steht noch ein bisschen was an und ja. Mal gucken, wie es dann in nächster Zeit weitergeht. Ich werde auf jeden Fall zwischendurch noch immer wieder so ein paar Vlogs machen, wenn es sich anbietet. Die Gamescom steht ja auch noch an in vier Wochen knapp. Da werde ich auf jeden Fall einiges filmen. Der Sascha ist ja auch mit dabei, da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten wird es bestimmt mal irgendein anderes Thema geben. Ich war ja auch auf diesem Konzert, was ich noch erzählt hatte. Da blende ich euch mal so ein, zwei Ausschnitte gerade ein.
war jetzt nicht so das Ding, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war ganz cool, es war super voll, es war auch halt echt tolles Wetter dort, aber irgendwie, ich glaube, das Publikum war nicht ganz so das, weil viele haben einfach gesessen, haben die ganze Zeit gequatscht und irgendwie rumgedamelt und was weiß ich nicht alles so. Also wenn du die Musik wirklich anhören wolltest, so wie ich eigentlich so, ich habe da dann irgendwann gesessen und dachte, ja, das ist ganz nett, und die waren dann halt auch über, weil der Platz ist sehr groß, und es war dann halt über Boxen, die einfach von der, also von meiner Meinung nach her, von der Qualität halt nicht so gut waren. Es war natürlich auch kostenlos, das muss man dazu sagen, von daher sei es verziehen, also, ne. Aber es ist halt schade eigentlich, dass sowas dann, so ein Orchester sich da hinstellt und die Leute das dann irgendwie gar nicht so, das ist halt, wenn du in so einer Bar oder in irgendeinem Biergarten sitzt, weißt du, und da klimpert einer und denkst so, ja cool, trinke ich mein Bier, quatsch mit meinen Freunden und so weiter und so fort. Das fand ich einfach ein bisschen schade so. Ich meine, auf der anderen Seite, die Musikauswahl war okay, hätte vielleicht ein bisschen besser sein können. Sie haben versucht, viele Genres abzudecken, und da muss ich auch wieder sagen, ich fand es echt sehr, sehr strange, weil sie haben halt auf dem Plakat natürlich Mario, was man halt, was eigentlich jeder kennt, dann ist, weiß man gleich hier, ah, es geht um Videospiele, was auch nicht jeder begriffen hat, weil ich glaube, zwei Reihen neben mir saß so ein Typ, und der war von Anfang an, glaube ich, fast da, mit seiner Frau und seinem Sohn. Und dann haben sie da gesessen und sich Musik angehört. Dann meine ich, Frau, ja, die Musik ist schon echt ganz gut. Und dann sagt er ernsthaft so, und die haben die ganze Zeit darüber geredet, auch bei dem Konzert, haben gemeint so, ja, Videospiele und Filmmusik und Musik allgemein und bla bla bla, das ist alles eh ganz cool. Und man kann halt mit Videospielmusik kann man viel machen, und das ist halt sehr variantenreich und so weiter. Also die haben viel, viel erzählt dazu. Sie haben so oft gesagt, dass es sich um Videospiele handelt. Und dann meinte der Typ so zu seiner Frau, ja, Filmmusik ist eigentlich immer ganz gut. So, ich weiß, dachte, ja, okay. Ja, also, gut. Es war, glaube ich, für Leute, die es irgendwie, ja, die wollten Musik hören, haben sich da hingesetzt. Für mich, wie Leute gesagt haben, hey, Filmmusik so ein bisschen, ne, cool aufgelegt, so ein Konzert. Ich mag also auch Konzertversionen von irgendwelchen Tracks. Final Fantasy bietet sich immer an. Haben sie tatsächlich auch gespielt, Secret of Mana mit Vice, Chrono Trigger war, glaube ich, dabei. Und noch so ein paar andere Sachen. Battlefield, ja, und ja. Also es war okay. Ich würde allerdings, glaube ich, nicht nochmal hingehen. Ich würde mir dann eher wirklich die Mühe machen und mir ein Konzert raussuchen, was halt effektiv irgendwie in so einem Konzertsaal ist, in so einer Oper, glaube ich, also in so einem Opernhaus oder sowas, und mir sowas angucken und dafür auch was bezahlen, weil das ist einfach vom Klang her natürlich was ganz anderes als so eine Freiluftbühne. Aber ich fand es cool, dass eigentlich so viele Leute da waren. So, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal in die Stadt, mich noch ein bisschen abkühlen, bevor wir nachher ins Kino gehen. Heute steht noch Ant-Man an, da bin ich mal sehr gespannt, wie der Film so abschneidet. Wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut, haut rein und genießt das Wetter.